Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Das wird lustig. Aber jetzt ist es sicher. Oder? Zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter dem Zeitplan. Moment, die Kabel hier sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen. Hey! Gut. Ich glaube, ich kann. Okay. Wir haben keinen Verdacht. Schwärmen wir aus. Das war ein Fehler. Durch den oberen zuerst ausschütten sollen. Jacob! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann! Da muss ich hin. Okay. Was soll das?
das nützlich sein. Hier vordenken. Scheiße. Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Ein Teil der verlorenen Stadt sein? Scheiße. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Der Boxschärf, den du heute gemacht hast. Das war knapp. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Den habe ich nicht kommen sehen. Beat Rap. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Ah.
Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Jetzt wird es doch so. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Mir ein bisschen zu tief. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Stark genug. Ups. Thank you.
So. Der Hase. Scheiße. Was ist mir lieber als laut und glitzert Passage? Zerstören muss solche Tempel. Pfeile ausgehungen. Muss ich lang. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Scheiße, Kolibieren an. Das wäre eine lustige Reste noch. Das ist schon zweimal durchgespielt, auch schon länger her.
goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen. Gehörte einem byzantinischen Adligen. Was liegt drin? Oh, ich bin daneben. Und wieder aufgespießt. Heute schon 4., 5. Mal, keine Ahnung. Ups. Das hat's auch gezählt, okay. Muss ja nicht laufen, ich hab Zeit. Okay, das ist geweiht. Lästig. So. Oh, würde ich sagen. Leichter Fehler. Hast gesehen, wie lang war's?
müsste das klappen. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Ich bin nicht stark genug. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitash. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Ja, mein Lieber, alles zerstören. Und die Unterwasserpassage. Fick dich. So war das.
Schon richtig. Das ist einfach um vorne. Ist ja doch sehr fein, ne? Ist so ruhig. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Scheiße. Du, geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absenden. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Nummer 2. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Jacob und seine Leute sind zäh. Das
Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Können Sie nicht treffen. Die lähmen uns nieder, egal wo wir kämpfen. Wir kennen dieses Land besser, als Sie es je werden. Vergiss das nicht. Verdammt. Hätten wir nur einen Tag mehr zur Vorbereitung. Aber wie können Sie vertreten? Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Jamin. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Pfeilspitzen für die Schlachtrollen. Brauche ich mehr Feuerholz? Ich habe jede Menge geschlagen. Gesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch für die Stunde bleibt. Stacheln gehen schneller als Pfeilspitzen. Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch 4, vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Ja, im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war.
Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Um etwas bitten. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Die Späher sagen mir, Sie waren schon in einem der alten Gräber. Erfahren haben mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel. Wenn Sie Gold brauchen, dann gebe ich Ihnen welches. Wenn Sie ein Grab und das darin verborgene Wissen entdeckt haben, kommen Sie zu mir. Ihre Mühe wird belohnt. Das ist eine schlechte Idee. Ja, dann machen wir das mal so.